Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Subnautica Video und ja, wir sind hier heute in einer Alien-Ruine und werden diese mal ganz genüsslich hier erforschen. Ich hoffe nicht, dass es hier Feinde gibt, das werden wir allerdings sehen. Ich bin noch nicht reingegangen, habe so einen kleinen Blick da reingeworfen hier von hier, aber ich bin nicht reingegangen, damit wir das hier halt zusammen entdecken können. Und ja, falls ihr auf Subnautica steht, dann auf jeden Fall Däumchen nicht vergessen, die Playlist könnt ihr euch ebenfalls gerne anschauen, damit ihr wisst, wie wir zu diesem Punkt gekommen sind, etc. Und ja, wir starten einfach mal rein hier. Und ich bin wirklich gespannt. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus hier. Da vorne haben wir eine Waffe. Die können wir sogar scannen. Fremdartiges Gewehr. Genau, fremdartiges Gewehr haben wir einen Datendownload bekommen. Aufgrund einer sehr starken Ähnlichkeit mit menschlicher Waffentechnik muss dieses Gerät in Anlehnung an einen humanoiden Benutzer entworfen worden sein. Es ist unklar, ob die Fremden, die es konstruiert haben, selber humanoid waren oder Humanoide für sich arbeiten ließen. Fest steht, dass sie die Verteidigung dieser Einrichtung als notwendige Vorsichtsmaßnahme betrachteten. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden. Okay, also das kriegen wir jetzt nicht so einfach, aber der Scan hat ja schon mal gezeigt, dass wir das eventuell benutzen können irgendwann. Und Ionenwürfel, oh, das ist, ich weiß glaube ich, wo der reinkommt. Aber wir sind gerade auch ganz schön dicht hier. Aber Leute, ich weiß, was wir damit machen können. Erstmal scannen wir das und dann gehen wir eben zurück und liefern unsere Sachen ab. Dann können wir heute auch den Laserschneider machen. Und das hier nochmal ganz in Ruhe erforschen. Ich sehe nämlich gerade, ja, wir sollten unser Equipment bzw. unser Inventar aufräumen, damit wir hier ganz in Ruhe halt erforschen können. Das machen wir ganz schnell, ne? Mit der Seemotte geht das ja auch relativ zackig hier. Mal sehen, ob wir hier einen Reaper in die Arme düsen oder nicht. Auf jeden Fall sind wir hier auch relativ weit vom Schuss, also, na, aber ihr seht, das geht eigentlich relativ flott. So, dann werde ich jetzt mal kurz da vorne hin und das ist auch das erste Mal, dass ich in der Serie einen Cut mache, weil 1500 Meter werde ich jetzt hier nicht drin haben. Da werde ich einen kleinen Cut machen müssen, damit wir das halt abliefern können und da oben. Ja, haben wir auch noch nicht gescannt. Aber ja, werden wir es auf jeden Fall hindüsen. Falls irgendwas passiert, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, beziehungsweise da wieder anmachen. Aber ich denke, wir werden hier ganz chillig zum Außenposten hinreisen können. Jetzt sind wir auch gleich da und können hoffentlich das Ganze verarbeiten und einlagern. Ich sage hoffentlich, weil die Energiezufuhr hier manchmal irgendwie gekappt wird. Das ist ziemlich nervig. Aber eventuell können wir jetzt auch schon den Laserschneider bauen. Das wäre natürlich richtig geil. Aber okay, schauen wir mal. Werkzeug. So, der Laserschneider. Wo ist er denn? Da braucht man noch eine Batterie für und Titan. Das kriegen wir hin. Erstmal wird hier ein bisschen gelagert. Ein bisschen Sachen einlagern. So, sehr schön. So, die beiden Dias brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir auch ein bisschen Titan. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Und dann brauchen wir noch eine Batterie. So, eine Batterie können wir, glaube ich, auch eine... Ich hoffe, wir können auch eine leere nehmen. Aber, nee, ich glaube nicht, dass wir eine leere nehmen können. Ey! Ich glaube, eine leere Batterie können wir nicht nehmen, oder? Doch, eine Batterie geht. Es kann auch eine leere Batterie sein anscheinend. Jetzt brauchen wir noch Höhlenschwefel. Höhlenschwefel. Habe ich Höhlenschwefel hier irgendwo? Oh ja, da. Perfekt. Der Laserschneider, meine Lieben. Jetzt kann es losgehen. Sehr schön. Und ist das Ding voll aufgeladen? Oh, ist voll aufgeladen. Oh, da haben wir eine leere Batterie hier auf jeden Fall schön verwertet. Und was mir da gerade einfällt, wenn man das... Reparaturwerkzeug hier. Und wir haben ja irgendwo auch so ein kaputtes Teil. Das habe ich, glaube ich, nicht hier. Nee, da nicht. Nee, habe ich hier noch nicht drin. Okay. Ist auch egal. Wir gehen jetzt mal mit dem Laserschneider los hier. Mit der Seemotte.
Ups. So, können wir hier jetzt aufmachen. Können wir es eigentlich reparieren? Oh ja, perfekt. Geh mal weg, ey. Ah, jetzt können wir es hier aufmachen. Sehr schön. Richtig cooler Effekt auch, ne? Ey! So, erstmal gespeichert. So, schöne Screenshots hier. Und wir sehen, hier haben wir schon mal desinfiziertes Wasser. Fragment der mobilen Fahrzeugstation. Die haben wir ja schon, ne? Haben noch ein Laserschneider-Fragment. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. GG, ey. Ein Drehstuhl haben wir auch schon. Mobile Fahrzeugstation, Schubkanone haben wir auch. Batterie, oh, das ist gut. Batterieladestation. Ja, super. Dann haben wir den Bauplan jetzt auch voll. Wir haben noch eine Schubkanone, die brauchen wir halt nicht. Wir haben auch neue Nachrichten, wie ihr oben rechts sehen könnt. Ein bisschen Sauerstoff haben wir noch. Ich würde aber sagen, dass wir uns mal eben kurz Sauerstoff holen in der Motte. So, jetzt machen wir das auch noch auf hier. Und ich finde das mit dem Schweißen richtig cool gemacht. Das gefällt mir total gut. Man merkt halt einfach, die haben Bock, ne? Die haben richtig Bock auf das Spiel gehabt und wollen einfach eine schöne Erfahrung bieten. Und das ist einfach nice, das gefällt mir einfach. So macht das einfach Spaß. Modifizierungsstation, oh cool, die brauchen wir noch. Und die haben wir jetzt anscheinend auch. Batterieladestation haben wir auch schon. Datenbox öffnen. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Ah, das klingt gut. Gut, hier kriegen wir nur Titan. Ja, den Rest haben wir schon. Auf jeden Fall, hier haben wir richtig, richtig viele Sachen gefunden. Total nice. Da ist halt leider locked. Ja, und hier können wir hier die ganze Zeit reingehen können. Ja, Leco mio. Egal. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Und zwar wollen wir zur Aurora. Beziehungsweise könnten wir jetzt auch eigentlich... Das ist jetzt die Frage, was wir jetzt machen. Wir können jetzt erstmal kurz schauen, wie sieht es denn mit dem Bauplan eigentlich für die Batterien aus, mit dem Aufladen. Weil das wäre ja wirklich sehr, sehr sinnvoll, wenn wir die aufladen können. Ich meine, das Ding haben wir jetzt hier. Eine Thermalklinge. Eine leichte Tauchflasche. Eine größere Plastall. Oh, Plastall haben wir nicht. Digga. Bist du irgendwie selbstmordgefährdet? Was ist los? Bitch, please. So, wir gucken mal eben. Wo haben wir das Ding denn? Ich gucke manchmal ein bisschen zu schnell, deswegen. Aber da haben wir die Batterieladestation, Kabelsatz, Kupferdraht. Die können wir eventuell schon herstellen. Das wäre natürlich richtig tippitoppi. Warning, emergency power only. Okay, das hat sich erledigt. Wir brauchen unbedingt einen Bioreaktor. Bioreaktor, Kabelsatz brauchen wir dafür noch. Das ist wirklich ärgerlich, ne? Aber wir haben ja noch was zu tun. Und zwar wollen wir ja noch erforschen gehen. Und ich glaube, das machen wir heute auch mit der Alien-Ruine. Wobei ich sagen würde, dass wir den Rest auch noch irgendwo hier einlagern. Das können wir mal eben machen. Ja, ja.
So, Schmierstoff, die Tafeln können wir hier auch reinpacken, wobei die brauchen wir eventuell, mal gucken. Bin mir nicht sicher. Die Schubkanone eventuell brauchen wir auch. Das kann ich nicht sagen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen nehmen wir die einfach mal mit. Ja, batterietechnisch haben wir jetzt auch nichts dabei. Da wäre natürlich jetzt die Aufladestation sehr sexy. Aber wir haben hier keine vollen Batterien gerade. Nee. Das ist natürlich ganz uncool. Gut, dann werden wir mal gucken, dass wir auf dem Weg noch ein paar Pilze einsammeln. Und es ist halt die Frage, gehen wir erst zur Alien Base oder gehen wir erst zur Aurora? Die Aurora ist nicht so weit entfernt. Ich würde sagen, dann machen wir die Aurora, ne? Ich wollte eigentlich heute die Alien, das Alien-Ding machen. Aber das Aufschneiden von den Türen ist halt auch ein wichtiger Aspekt und... Ja, würde ich sagen, machen wir das doch erstmal, oder? Mit der Schubkanone sind wir auch perfekt ausgerüstet. Hier haben wir noch ein paar dafür. Können wir noch ein paar Batterien machen später. Und die Seemotte ist einfach so unglaublich sick. Es sieht auch einfach geil aus mit der, oder? Mit den Scheinwerfern und so. Also das Spiel hat eine ganz andere Faszination, finde ich, wenn man die Seemotte hat. Bam, ui. Ui. Okay, ich höre auf. Aber ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Und ihr merkt schon, das Spiel macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich habe das Spiel übrigens früher nicht gemocht. Wirklich nicht. Ich habe das angefangen, das war im Stream und ich weiß nicht. Hier auf YouTube kann ich einfach die Spiele machen, die ich, wo ich feiere, die ich einfach geil finde. Und da finden die Leute, die es auch geil finden, dann her, weil die halt genau das suchen. Und bei Twitch ist es zwar teilweise auch so, aber ich weiß nicht, wenn du dann eine Community hast, sage ich mal. Ich finde das festgefahrener. War zumindest bei mir früher so. Ne? Gab es ein bestimmtes Game, was die Leute sehen wollten, der Rest war irgendwie meh. Und das fand ich immer schade, weil dadurch sind einfach Erfahrungen, sag ich mal, für mich so ein bisschen herabgesetzt worden, die ich eigentlich, wie hier bei Subnautica, die eigentlich wirklich toll sind und die mir Spaß machen, die mir gefallen. Und das finde ich einfach toll, dass ich das jetzt durch YouTube, sag ich mal, so ein bisschen aufarbeiten kann. Und das finde ich einfach schön. So, wir sind jetzt in der Nähe von vom Platz hier, von Aurora, ne? Ihr seht das hier, wir sind gleich da. Und ich finde auch, das Ding ist relativ schnell. Da brauchen wir jetzt auch keinen Cut machen. Ich finde, das ist relativ... Oh, hallo, da ist wieder was aufge... Hä? Mach mal auf hier. Ja, nett. Autsch. Und die Energie läuft ewig von der Seemotte. Wir haben jetzt noch 77 und wir haben jetzt schon relativ viel damit gemacht. Total cool. So, wir sind gleich da. Perfekt. Ich finde es auch immer so cool, wie die Seemotte dann einfach da so rum, ne, chillt, sage ich mal. Ich feiere das einfach komplett, ey. Okay, wir haben den ein bisschen zu weit weggeparkt, muss ich sagen. Aber so ist das halt. Wollen wir mal sehen, ob die Höhlenkrabbler noch hier sind. Aber ja, doch, da vorne guffeln sie schon rum. Da haben wir mittlerweile auch Infizierte. Und ich möchte mir nochmal den Eintrag zu diesem komischen Würfel angucken. Ja, den wir gescannt haben. Den will ich auf jeden Fall durchlesen. Das machen wir gleich. Wenn wir in Sicherheit sind. Weil jetzt, wo die, ne, die Parasiten leben ja hier und die Höhlenkrabbler. Und die sind nicht ganz so freundlich. Wie mal, wie der Name vielleicht suggerieren mag. Daten aus Scans, fremde Ventilations-Ionenwürfel. Diese grüne mineralische Substanz hat keinen Eintrag im Periodensystem und die beispiellose Fähigkeit, riesige Mengen ionischer Energie zu speichern. Wahrscheinlich künstlich hergestellt, die Würfelform zeigt, dass es auch ein größeres Vorkommen aus einem größeren Vorkommen herausgeschnitten wurde. Jeder Würfel enthält das Äquivalent von ionischer Energie an ionischer Energie von 5 Kilotonnen TNT. Unter den passenden Bedingungen kann die Energie kontrolliert freigesetzt werden. Wurde wahrscheinlich als Batterien verwendet.
bräuchten aber eine enorme Energiequelle zum Aufladen. Beurteilung wertvolle Energiequelle. Ja, würde ich so unterschreiben, wenn ich das so höre. Ist aber anscheinend auch so ein bisschen mit Atomkraft zu vergleichen, ne? Atomkraft ist ja an sich auch wirklich eine gute Energiequelle, aber halt auch sehr, sehr gefährlich. Und es ist so ein bisschen damit zu vergleichen, denke ich. So, wir sind gleich da. Der Schneider ist ready für seinen Einsatz. Aua. Kann man das da eigentlich reparieren? Nö. Das Schiff ist einfach kaputt. Müssen wir uns mit abfinden. Und ich sehe gerade, wir sind ein bisschen angeschlagen. So. Aber hier ist die Tür, die ich aufmachen wollte. Jetzt können wir sie auch endlich aufmachen. Das ist die einzige Tür, wo ich nicht reingekommen bin. Das hat mich die ganze Zeit schon gewurmt. Da wird gleich erstmal schön hier. So, wieder ein schönes Bildchen. Ach ja, stimmt. Trinken. Ich hab doch eben. Ach, ich hab das gedroppt. Oh. Sorry. Ihr wisst, Leute, ich bin da so ein bisschen dämlich. Ein bisschen ist gut. Was haben wir denn hier Schönes? Also erstmal Selbstscan machen. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Oh, wir haben irgendeine bakterielle Infektion. Nettes Angebot. Hier ein paar Probewürfe mit einem Vorbeikommen. Besuch mich in Kabine Nummer 1. Zugangscode, okay. Also wir können da auf jeden Fall was nachschauen. Ich fand jetzt die Geschichte dahinter jetzt nicht ganz so interessant. Hab das mal eben kurz überflogen. Aber wir können in die Kabine rein, indem wir da den Code eingeben. Dann haben wir noch ein PDA. Mission Suche und Rettung. Ziel Besatzung des mongolischen Schiffs Degasi. So, Details der Mission. Die Aurora wird ein Schwerkraftsumlenkmanöver um Blabla circa 13 Monate nach dem Start durchführen. Dies bringt das Schiff in die Nähe der letzten bekannten Position der Degasi. Zusätzlich Wasser- und Geländefahrzeuge wurden für diese Mission zur Ladung der Aurora hinzugefügt. Das Degasi-Besatzungsverzeichnis wurde in leitende Angestellte in einer separaten Nachricht verteilt. Also, ein mongolisches Schiff, die Degasi, ist vor gut einem Jahrzehnt verschwunden mit einem ranghohen mongolischen Geschäftsführer an Bord. Die Firmenversicherung hat die Überfahrt des abgesandten Khazar bezahlt. Ihre Befehle lauten, jede angemessene Anstrengung zu unternehmen, um die Überlebenden der Degasi ausfindig zu machen und zu retten, ohne die Hauptmission zu gefährden. Eine Bestätigung für das Schicksal der Besatzung wird Alteras diplomatische Bemühungen mit den mongolischen Räten unterstützen. Okay. Also da müssen wir hier anscheinend noch jemanden finden oder können wir finden. Das war anscheinend auch ein Missionsbestandteil. Und hier müssen wir nochmal reparieren. So. Perfekt. Was sind das denn für Dinger? Das ist ja cool. Krebsfragment. 1 von 4. Ach, den können wir sogar bauen. Das ist ja geil. Das ist ja richtig chillig, Leute. Wir können ihn sogar hier scannen, komplett.
Das ist ja cool. Ne, der da vorne scheint kaputt zu sein. Den kann ich zumindest gerade nicht scannen. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil da Feuer ist. Ich habe gerade keinen Feuerlöscher dabei. Doch, kann ich da. So kann ich ihn scannen. Und zack, wir haben den Krebs. Das interessiert mich jetzt mal, wie der so aufgebaut ist, der Krebs. Also was wir da alles haben müssen für den. Wahrscheinlich Sachen, die wir aktuell noch gar nicht bekommen können. Krebs, Aerogel, Plastahlbaren. Ja, das ist alles sehr weit weg hier. Denke ich zumindest. Trinken, bisschen essen. Wir werden uns da vorne gleich noch mal ein bisschen genauer umgucken, aber für den Moment. Glastisch, ui. Gib mal her hier. Ah, den Stuhl haben wir schon. Tagesmenü, Hauptgericht, Trockenobst und Nüsse. Okay, ich habe keinen Bock hier über Essen zu lesen. Also ich konzentriere mich wirklich auf das Wichtigste, ja. Auf das, was wirklich Sinn ergibt für uns und was uns weiterbringt. Und wo wir wirklich Informationen bekommen, die auch relevant sind. Ne? Ich möchte jetzt nicht irgendwie jedes Mal hier jeden PDA durchlesen, nur weil, keine Ahnung, ein Crewmitglied da über das Jucken am After berichtet. Also da sollten wir auf jeden Fall so ein bisschen, ne? So. Krebs haben wir schon. Da vorne können wir noch ein bisschen tauchen gehen, aber ich habe ein bisschen Angst, weil da hinten ist Strom und ich denke, eventuell könnte das auch so ein bisschen unter Strom stehen. Da habe ich so ein bisschen Bange. Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu erforschen noch. Oh ja. Oh ja, da haben wir ein bisschen was zu tun hier. Ein Einzelbett, eine Bank. Batterie. Oh, wir finden hier so viele Sachen, das ist schön. Aber ich sehe gerade, die Zeit rennt uns wieder davon, meine Lieben. Wir sollten auf jeden Fall das hier beim nächsten Mal uns nochmal genauer anschauen. Und einfach da nochmal so ein bisschen Zeit nehmen. Weil aktuell ist es ja einfach so, dass wir hier ja jetzt so durchhetzen müssten. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich schon, dass wir das hier ganz in Ruhe machen können. So. Nochmal ein Bildchen gemacht. Dass wir hier ganz in Ruhe die Sachen anschauen können. Weil ich möchte jetzt eigentlich nicht hetzen. Und das müsste ich jetzt, ne? Das will ich nicht. Dementsprechend, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.